Der ist aber fleißig am Arbeiten. Da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Mission 14 sind wir schon. Es geht direkt am Anfang wieder irgendwas kaputt. Mumm. Nein, nicht die Kaserne. Halt, stopp. Da muss ich gleich mal intervenieren. Wir müssen erstmal die Kaserne wieder zusammenfliegen. Die ist ja fast kaputt. Ein phänomenaler Einstieg auch wieder hier an dieser Stelle. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe hier erstmal ein bisschen noch geguckt. Was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Die Aufnahme ist schon... Was für ein Berg an Gegnern. Oh, und... Das Erdbeben ist vorüber, das ist schön. 120 Tage hat es gedauert. Moral ist geschwächt und Gebäude sind beschädigt. Ich springe hier rein ins Spiel und es ist direkt wieder etwas, was ich, lernen darf. Nämlich, die Moral wird, das ist eigentlich ziemlich logisch, wenn ich so gerade drüber nachdenke, die Moral wird geschwächt durch Naturkatastrophen. Ja, ich habe wieder so viel Neues gelernt. Das ist ja auch wieder hier wunderschön. Hier sind alle fleißig am Reparieren und am Bauen. Hier haben wir ein bisschen was an einer Wirtschaft aufgezaubert. Stimmt, wir hatten hier ein Tor. Ich war gerade schon mal hier noch geguckt, genau, das Tor ging das letzte Mal kaputt, da habe ich mich drüber aufgeregt oder echauffiert, könnte man meinen, denn das Ding hält irgendwie 20 Stunden lang gefühlt die 300 oder die 10 Lebenspunkte-Grenze und wir gehen raus und das Ding fällt natürlich genau dann zusammen, natürlich auch wieder ein Traum an dieser Stelle. Lassen wir das aber erstmal. Ich wollte auf etwas ganz anderes hinaus und zwar, der war fleißig am Arbeiten, das Tor haben wir verrammelt, die Schützen, genau, die Bogenschützenkaserne habe ich... gebaut, damit wir hier gleich mal neue Schützen rekrutieren können. Wir hatten bereits einige Grundlagenforschungen. Das hier wollte ich gerade reparieren. Man, genau, reiche mir hier diesen fleißigen Arbeiter und ich suche die ganze Zeit hier eine Möglichkeit, neue Dorfbewohner zu rekrutieren. Wir haben schon wieder kein Getreide mehr. Das heißt, hier sind alle beschäftigt. Hier hätten wir noch Platz für einen Bauernhof. Hier wird Holz gesammelt. Ach ja, stimmt. Da gibt das Spiel, weil also die Mission am Anfang schon ein paar Gebäude vor, wie sie hier positioniert sind. Deswegen bin ich immer noch leicht verwirrt. Hier gibt es Eisen. Das wird auch schon abgebaut. Okay, ich bin fast wieder im Bilde. Dann können wir hier wieder hoch. Mit dem Soldaten, da kommt noch der nächste, haben zumindest schon mal ein paar Schützen mehr. Eine gewisse Truppe haben wir hier auch noch. Stimmt, da. Stimmt, an den erinnere ich mich auch noch. Der hatte ziemlich böse kassiert. Hatte nur noch 6 oder 7 Lebenspunkte das letzte Mal. Da war was, ich erinnere mich dunkel. Ja, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Gut, da machen wir momentan noch nicht so viel Geld. Das lassen wir aber erstmal so. Die Nahrungsvorräte gehen wieder zurück. Das ist natürlich kein schönes Zeichen. Es fehlt an Fleisch und an Getreide. Das heißt. Hier mal noch ein paar Leute zu mir und wir werden hier erstmal noch einen Hof hinsetzen, würde ich sagen. Einfach mal hier so rein, dann können die außerdem ihre Felder hinziehen. Da gehst du mit hin, dann haben wir hier schon mal diese 5 Mann wieder und danach brauche ich von euch den Sammelpunkt. Setzen wir den einfach mal hier in der Mitte. Mal ein paar Dorfbewohner mehr noch dazu. Hier rein mit euch und zwar machen wir hier wieder die 4:1 Aufteilung. Das sollte dann erstmal reichen. Holz haben wir, oh ja, Hals und Holz, genau, nein, Holz haben wir momentan genug. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Wieso? Du sollst doch bloß da hochgehen. Ich will es jetzt nicht unnötig umständlich machen, aber geh doch einfach da hoch, damit du hier mit Wache stehen kannst. Dankeschön. Hier kommt jetzt irgendwie weiter, bald keine mehr. Ich möchte jetzt aber niemanden rausschicken, um das Tor zu reparieren. Da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Hier müssen die Jungs schnell weitermachen. Und natürlich, habe ich die schon beim letzten Mal gebaut. Ich habe mir auch hier was gemerkt. Man möchte es kaum glauben. Also bei Sachen, die gefühlt ewig lang hier sind. Also im Vergleich zu sonstigen Aufnahmen kann ich mir was merken. Und wenn ich so kurze Aufnahmen hintereinander mache, ist irgendwie alles komplett wieder aus dem Hirn rausgelöscht. Ich möchte darauf hinaus. Ich drücke die Taste A und ich habe schon eine nationale Akademie gebaut. Genau, die habe ich nämlich gesucht. Ich habe mir sogar das Tastenkürzel gemerkt. Keine Ahnung, wie ich das wieder geschafft habe. Du warst hier... Genau, derjenige, welcher mit dem Bau beschäftigt war und ich wollte hier von dir noch einen Lagerplatz, genau, der hat hier reingepasst, du wirst Holzfäller, aber erstmal baust du das, du wirst auch Holzfäller, aber vorher baust du das mit auf und dann können wir hier gleich mal weitermachen, Traglast der Arbeiter weiter erhöhen. Und die Nahrung selber geht natürlich immer noch zur Neige, das heißt, wir brauchen hier dann erstmal noch ein paar Dorfbewohner, schau, da geht es auch schon wieder, eieiei, heiß, hör mal auf damit, hört mal hier auf damit, oder schießt auf den. Die haben jetzt aber gerade böse Schaden gemacht. Ich leih mir hier mal die Schützen aus. Mal den da wegschießen. Ich wollte sagen, wir können doch die gar nicht aushalten. Und auf den da schießen hat schon wieder einer. Wieso machen die denn so viel Schaden, seine Schützen? Das ist schon ziemlich krass. Und die haben teilweise... Ah ne, die haben Ausdauer, der hat fast kein Leben mehr. Deswegen, okay, also die machen mir hier zu viel Schaden. Ich habe schon wieder ganz viele gute Schützen verloren. Ihr müsst hier rein, wahlweise ihr zwei kommt her. Ihr müsst da sofort gegen reparieren. Das Ding ist schon fast kaputt. Mal hier bitte auf die Schwertkämpfer mit, wahlweise auf die Lanzenkämpfer mit schießen. Die kriegen nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte, dass sie bekommen würden. Wir können das nicht wirklich gegen
reparieren. Das heißt, erstmal hier das alles gar wegschießen. Genau, weg mit dir, weg mit... Ei, wie schnell der zuschlägt. Mach den mal weg, danke. Mach den da weg. Hört auf damit, lass das sein, lass das sein, lass das sein. Hier könnte es, dass es hier gleich einbricht. Gut, und der muss auch weg. Wieso halten die denn... Ich wusste es. Gut, da kommen zum Glück gleich unsere Jungs raus. Ich muss auf jeden Fall mehr in die Militärforschung gehen. Ich habe es gerade gesehen oder gemerkt. Hier mal Truppenbewegungen. Ja gut, das kann man machen. Ist aber jetzt erstmal, finde ich, eher halbwegs unwichtig. Der lebt ja immer noch. Schön hier geblieben. Genau, kämpfen wir hier mit den Jungs. Gut, das haben wir. Ihr sammelt euch bitte dort. Und jetzt müssen wir hier... Ich hätte vielleicht auch eine Armee damit erstellen sollen, merke ich gerade. Also einen Tastenkürzel, einen Trupp oder ähnliches. Heieieiei, wo kommt denn auf einmal dieser Niesreiz her um diese Uhrzeit? Erstmal hier den ganzen Bildschirm. Ich spare hier mal die Details. Es war hochgradig ekelhaft für die, die es interessiert. Also höchstwahrscheinlich gar niemanden. Aber ja, wollte ich jetzt irgendwie auch keinen vorenthalten. Heieiei, das kam ja schon ziemlich unerwartet. Gut, haben wir das auch erklärt. Hier, die Truppen brauchen mehr Angriffskraft. Und ich merke gerade, dafür muss ich dazu mir den Steuersatz etwas hochtreiben, sonst kommen mir keine Kröten rum. Und hier muss das halbwegs schnell repariert werden. Ich glaube, ab der Hälfte der der Lebenspunkte wird das Tor wieder geschlossen. Kann das sein? Also irgendwo bei... egal bei was, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht angegriffen werden. Dann kommen natürlich schon wieder Leute angerannt. Oh, gerade rechtzeitig wieder repariert. Ja, mal hier auf meine Leute zu schießen. Da schießt immer noch einer, ich wusste es. Schießt mal hier mit auf den. Gut, und jetzt auf den erschießen. Das bitte zumachen, danke. Die machen mir im... Wieso machen... Ah, meine Trainingskraft verloren. Wieso machen die denn auf einmal so viel Schaden? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die werden das ja auch gleich wieder eingerissen haben. Achso, weil der ist gerade... Der ist mit dem... Nee, beim Schwertkämpfer machen die auch so gut wie keinen Schaden mehr. Was ist denn hier los, frage ich mich. Der kriegt jetzt wieder mehr Schaden. Da sind sie aber trotzdem gleich wieder drin. Den Lanzenkämpfer können wir noch wegschießen, wenn er denn nicht weglaufen würde. Na, komm wieder her. Da ist er doch. Hör auf damit, lass das sein. Gut. Ja, man merkt schon, wie gesagt, die Lanzenkämpfer, wenn die... Die kommen hier gleich wieder durch. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe alles hier fast im Blick. Ich warte nur darauf, dass die das Tor einreißen, aber es passiert momentan noch nichts. Oder haben wir jetzt wirklich... Nee. Auf den Stärksten müssen wir nicht schießen. Da passiert nicht viel. Wieso machen denn meine Leute so wenig Schaden? Das echauffiert mich in der Tat ein bisschen. Aber bei 1000 bricht das Tor, glaube ich, durch. Aber momentan halten wir es, glaube ich, sogar. Kann das sein? Ich muss hier bitte mal ganz schnell... Nebenbei, ich kann das ja so machen. Nicht, dass ich das Ganze aus dem Auge verliere. Und da ist das Ding natürlich auch schon aufgegangen. Sehr schön. Die können wir jetzt mal sogar niederreißen. Rang 4. Und wir haben ein Level-Up bekommen. Hier zurück mit euch. Ja, doch. Aber jetzt gab es hier nochmal ein Upgrade. 600 Münzen kann ich mir gerade nicht leisten. Aber dann müssen wir hier mal schauen. Schildschutz und Rüstungsschutz. Was kostet mich das? 40 und 80. Ich richte mich jetzt erstmal bloß nach den Preisen. Gehst du sofort wieder hier rein? Nach den Geldpreisen, wollte ich sagen. Da müssen wir leider zuerst mal drauf schauen. Hier ist erstmal nichts weiter zu tun. Hier steht noch ein Wohnhaus. Ich brauche mehr Leute, die sich in die Schützenkaserne für mich begeben, weil die hier vorne erstmal das Tor mit reparieren. Gleich mal her. Reparieren und hier schon 162 Münzen jedes Mal. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Hier könnte man eigentlich gleich was investieren, aber vorher erstmal den Schutz so ein bisschen erhöhen. Jetzt, genau, kommt alle erstmal hier runter, repariert das. Danach brauche ich wieder... Ah, wenn die jetzt aber nochmal mit ganz viel Schützen kommen. Ich hoffe nochmal, die lassen sich jetzt noch etwas Zeit. Ich sehe nicht mehr meine eigene Stadt hier auf der Karte richtig. Wenn die hier genau das fix machen... Gut, die haben schon mal, ich würde sagen, bei 10.000 können wir mal einige von den Jungs hier wieder abziehen. Obwohl machen wir schon bei 9.500 knapp, damit wir gleich ein paar neue Soldaten hier haben. Der nächste Angriff wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Ihr zwei werdet mal noch Schwertkämpfer, auch wenn mich das jetzt Geld kostet, was ein bisschen ärgerlich ist. Und ich brauche, sobald ihr hier fertig seid, von euch dann noch ein paar Häuser. Schaut, da geht es nämlich schon wieder los. Oh, aber dieses Mal, Moment, das machen wir zu, nicht, dass da einer raus will. Machen wir dieses Mal mehr Schaden. Ich möchte schauen. Schieß mal auf irgendeinen, bei dem ich sehen kann. Auf wen schießt er denn? Auf den da? Ja, ich glaube, jetzt machen wir wieder mehr Schaden. Das ist gut. Jetzt kommen aber sehr viele. Da ist gleich der nächste fertig. Kommst du her. Gleich mit auf den da schießen. Oh ja. Da merkt man schon das zweite Upgrade. Sehr stark. Da ist auch gleich wieder der nächste fertig. Gleich hierher. Mit da vorne auf den da schießen. Die sollen gar nicht erst hier reinkommen. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen einen Ausgleich.
Da ging mir jetzt fast ein bisschen die Düse zu so später Stunde, aber wir haben das Ding, glaube ich, wieder größtenteils unter Kontrolle. Ja doch, da wird auch genug gegenrepariert mit 3 Mann. Und was hier natürlich auch gut für uns ist, er hat keine eigenen Fernkämpfer dabei. Hoffentlich kommt jetzt nicht gleich noch Belagerungsgerät, das wird dann nämlich ziemlich anstrengend. Das hier, ja gut, da kann man drüber streiten. Das geht nicht wirklich schnell, aber ich glaube, das ist einfach den Heldeneinheiten geschuldet. Aber der muss weg, der Kollege. Wirst du wohl? Was wollt ihr denn jetzt alle hier? Den hier wegmachen, den hier wegmachen. Na, 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 na. Hör mal auf meine Leute zu schießen. Gut, das haben wir, das können wir gegenreparieren. Wo kommen jetzt die Jungs alle wieder her? Ich verstehe. Das Sichtfeld, die Reichweite der Bogenschützen, machen wir das. Ihr zwei geht hier mit runter zum Reparieren. Ihr vier geht mit in die Schützenkaserne, du kommst gleich mit her. Wir haben ja nur noch 3 Schützen jetzt wieder übrig. Ich bin aber fast der Meinung, dass man nicht unbedingt... Der hat sogar sein Pferd verloren, das ist aber schön. Schießt mal hier auf die Schwertkämpfer einfach mal. Ja, vor allem, wenn der hier gerade Schaden machen will. Oder schießt mal auf den, wie schaut es mit dem aus? Nee, die brauchen auch ziemlich lange. Ja, damit sind wir jetzt etwas beschäftigt, höchstwahrscheinlich. 600 kostet mich die Verbesserung. Hier gibt es nichts zu erforschen, noch nicht. Ja. Bewegungsgeschwindigkeit, nee, das lassen wir erstmal so. Du kommst auch her, haben zumindest wieder 4 Schützen. Alle mal auf den da schießen, genau, der muss weg. Wie der sich einfach auf das Pferd setzt. Oh, da ist ja noch ein General. Jetzt will das aber echt wissen, du. Weg mit dem. Das ging schnell. Normalerweise können wir den zumindest etwas vertreiben. Den auch. Einfach mal hier komplett reinschießen. Kriegt ihr hier mehr Schaden, wenn er Rang 1 ist? Ne, ich glaube auch immer bloß 1 Schadenspunkt. Aber unsere Schützen sind zum Glück wieder halbwegs nachrekrutiert. Also wenn wir hier dauerhaft unter einer Belagerung stehen, ist das natürlich äußerst unschön. Aber man merkt schon, Mission 14 oder was war es, glaube ich, da sind die nicht gerade zimperlich. Man merkt also, wir kriegen jetzt doch schon mal etwas mehr Gegenwehr. Mal auf den da. Ja, komm, der ist auch gleich weg. Da geht auch der nächste Held zugrunde. Und irgendwo hier ist doch einer von den Generälen, die kein Pferd mehr haben. Genau, du kommst gleich mal her. Schieß mal den da noch weg, genau. Und schieß mal den da noch weg. Die dürfen alle nicht mehr viel aushalten. Ihr geht hier hoch. Da kommen ja schon wieder welche. Mal auf den da. Das war knapp. Ich wollte mal draußen das Pferd holen, aber da wird mir erstmal ein Strich durch die Rechnung gemacht. Egal, ihr habt das schon sicher. Das heißt, ich kann in der Zwischenzeit mehr meine Wirtschaft in Gang bringen. Das heißt, das hier und das hier. Und ich bräuchte mal, ihr drei Schwertkämpfer geht hier mit runter, einen von euch, der mir hier mal anfängt, ein paar Häuser noch hinzusetzen. Die kosten ja nicht viel, außer etwas Zeit zum Bauen. Mal hier eins hinsetzen, da kommt der Nächste, der nichts zu tun hat. Ja, ich hab's ja verstanden. Momentan werden aber bloß die Mauern angegriffen, ohne dass die Schützen irgendwie attackiert werden. Das ist gut. Das heißt, du baust das hier hin und das baust du hier hin. Fang aber erstmal mit dem da an. So, haben wir es jetzt, oder was? Mensch, du. Also habe ich gedacht, es gibt wieder ein Pferd für mich für umsonst. Aber nein, da hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und trotzdem, die Akademie können wir jetzt verbessern. 600 Münzen, das schon wieder. Der muss sehr viele Städte haben, in der Tat. Dass er sich solche riesigen Armeen leisten kann. Aber ich werde ihm natürlich gerne dabei helfen, die ganzen Städte loszuwerden. Und alle auf den da... Ah, das Thema ist durch. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für den Jungen tatsächlich. Hier hoch mit dir. Du wirst noch Schütze. Ihr vier, ne, ihr drei bleibt erstmal hier. Da wird auf jeden Fall gleich wieder was passieren. Hier drüben bitte einmal, was wollte ich sagen, deinen Stall könnten wir noch bauen. Passt, oh, da passt sogar hier in die Mitte rein. Das ist schön. Das heißt erstmal hier einen Stall hin. Und dann muss ich gucken, was haben wir sonst noch offen? Ich glaube, wir haben noch keinen Wirtshaus. Genau, nee, kein Wirtshaus haben wir... Oder wir haben noch kein Wirtshaus, genau, werfen ist erstmal egal. Und den Markt können wir jetzt bauen. Ich würde sagen, den Markt, das macht ihr drei jetzt einfach mal. Ich poker darauf, dass wir nicht direkt attackiert werden. Ihr drei flitzt mal hier rum. Und einmal hier in dieses Eck bitte den Marktplatz, wenn er denn hinpasst. Sehr schön, da passt er auch hin. Während das gemacht wird, hast du hier unten nichts zu tun. Das heißt, du baust mir nochmal ein... Ach, weißt du was, baust mir noch ein Haus hier unten irgendwo hin, wo es halt hinpasst. Mehr oder minder, genau. Hier sind die soweit verteilt. Hier oben könnte man vielleicht noch andere Sachen hinbauen. Auf jeden Fall hier erhöht die Geschwindigkeit, erhöht die Angriffskraft. Nochmal 300 Münzen, das ist sehr viel, aber dadurch kriegen wir nochmal mehr Schaden raus. Aber jetzt greift uns wahrscheinlich keiner mehr an, oder wie darf ich das verstehen? Ihr alle, oder von euch gehen wir alle hier rein. Weil weiß alle, die hier irgendwie reingehen können, bis der Platz voll ist.
Und ich brauche trotzdem mal noch... Oh, wir haben sehr viel Nahrung mit nur einer Werkstatt. Ich hätte aber gern trotzdem mal noch eine zweite. Das war knapp, aber wir haben es überlebt. Dann zeig mal her, wie schaut es mit dem Schaden? Eieiei. Das sind Zahlen, die ich jetzt wieder sehr gerne sehe, in der Tat. Hier wechseln wir durch. Du gehst hoch, du gehst hier rüber. In der Zwischenzeit, wie wäre es denn noch mit einem... Achso. 250. Achso, wahrscheinlich, weil man bloß einen Markt bauen darf. Achso, nee, ich hatte wahrscheinlich gerade nicht genug Geld dafür übrig. Eine Werkstatt wollte ich noch haben. Eine weitere. Aber wo setze ich die denn jetzt wieder schlauerweise hin? Mal hier ein bisschen spicken. Man könnte hier noch eine hinsetzen tatsächlich. Würde das gehen? Wir probieren es einfach mal. Platzmäßig würde das hier gehen. Ja, dann setzen wir einfach hier eine hin. Hier sind drei Leute, hier ist der vierte und dann haben wir bestimmt irgendwo noch einen, natürlich nicht. Brauche ich noch ein paar Leute extra, wir müssen auch mehr Eisen sammeln. Ein Händler, ja, dann machen wir einfach mal schnell das Tor auf. Jetzt kommt der zu uns hergelaufen, wir können auch gleich ein bisschen Holz und Nahrung verkaufen. Nur der soll erstmal hier rein und dann machen wir das Tor wieder zu, nicht, dass es gleich eine böse Überraschung gibt. Das Tor wieder schließen, genau, ihr drei, wisst ihr was, ihr baut mir mal... Für den Fall der Fälle, dass ich es später noch brauche, hier ein Lager hin und du fängst an, hier hinten irgendwo ein Haus zu bauen. Machen wir es hier hin. Wunderschön. Und wieder zurück zur Akademie. Mittlerweile ja bekannt. Wahlweise mittlerweile ist ja das Tastenkürzel dazu bekannt. Das heißt, hier mal noch ein paar Lanzenkämpfer, ein paar Schützen. Die sind alle faul. Das finde ich schon mal eher uncool. Aber die habe ich auch gerade eben erst dem Gebäude zugeteilt. Das ist dann natürlich klar. Hier die Truppenbewegungen kann man erhöhen. Muss man jetzt nicht zwangsläufig verkaufen. Was verkaufe ich denn? Ich verkaufe einfach mal ein bisschen Holz. Sagen wir mal so um die 2000 kann man machen. Jetzt, ich bin doch hier gerade am Handeln, Jungs. Machen wir es erstmal so. Nicht, dass der mir hier alle Schützen umbringt. Ja, genau. Das war jetzt natürlich sehr schön. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Kommt er mit einer riesigen Horde Schützen und macht uns einfach alles nieder. Egal, wir sind zum Glück schnell genug unterwegs. Können die hier alle ausbremsen und niederschlagen. Eieiei, war das jetzt wieder eine Verschwendung? Alle mal wieder hier rein. Achso, der ist noch nicht in der Gruppe höchstwahrscheinlich. Hier bitte wieder verschließen und neue Schützen draufstellen. Mit was für... Also, aber ich darf mich darüber nicht beschweren. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich habe vergessen, Nahrung zu verkaufen. Das machen wir jetzt auch mal noch schnell. 2000 Stück. Und schon haben wir wieder ganz, ganz viel Geld übrig. Hier sind Leute, die nicht viel tun, aber das ist okay. Mal hier ein bisschen weiter drüben sammeln. Nochmal 10 Jungs dazu. Hier rüber mit euch. Wobei, was macht ihr jetzt bei eurem Schlausten? Ihr werdet mal hier bitte noch Soldaten. Ihr drei geht hier mal mit in die Mine. Die hat ja, oh, na gut, 6000 Einheiten. Willst du mich eigentlich komplett verdingst? Ich will es jetzt nicht sagen, aber... Hier läuft irgendwo Gesindel rum. Hier. Da. Bitte in der aggressiven Haltung alles niedermachen. Da kommen die auch da einfach hochgelaufen. Ich verstehe. Oder hier, greift mal den da an von mir aus. Hallo, bleib mal stehen. Vor allem, die uns eiskalt ignorieren. Aber wir haben zum Glück hier genug Soldaten. Eine unverschämte Unverschämtheit. Die Leiter ist Geschichte. Jetzt versucht das aber wieder mit allen Möglichkeiten. Ich bin schon ein bisschen begeistert, dass die KI jetzt mal was anderes versucht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie gerade hier ein heilloses Durcheinander in meinen Einheiten macht. Mal hier ein bisschen wieder durchsortieren. Die Jungs bitte wieder hier hoch. Der Rest sammelt sich dort unten. Der spaziert noch fleißig ohne Pferd durch die Gegend. Der kriegt jetzt erstmal noch ein Pferd von mir. Und wir brauchen nochmal einen Bauernhof. In der Tat. Der passt sogar hier hin. Das würde ja eigentlich... Weißt du was? Das geht doch eigentlich. Das heißt, dann machen wir mal hier noch einen Bauernhof hin. Nochmal ein paar Schützen. Die müssen wir leider auch nochmal hier nachrekrutieren. Hier hoch und hier hoch. Du holst hier das Pferd. Und hier machen wir die neue Gruppe 1 draus. Und dann müssen wir so langsam, aber sicher wirklich mal drüber nachdenken, mal wieder ein bisschen ausfällig zu werden. Verhindert die Pest, das liest sich schon mal sehr gut. Hier haben wir eine zweite, genau, hier war die zweite Werkstatt. Ja, doch so langsam, aber sicher. Genau, hier haben wir das. Ah ja, genau, ihr vier. Wie konnte ich das denn nur vergessen? Hier nochmal ein bisschen aufteilen. Genau, wunderschön. Und sobald hier die Jungs... das ganze Waldgebiet ein bisschen weggemacht haben, kann man dann hier noch viel besser die ganzen Sachen anbauen. Ich meine, die müssten sich jetzt alle hier im Umkreis irgendwie
ansiedeln oder so. Mal schauen, wo die alle hinlaufen. Ah, die laufen zwei nach unten. Egal, der ganze Platz, der verschiebt sich dann ja ein bisschen, wenn hier genug Fläche zur Verfügung steht, wo man das auch anbauen kann. So, ist der Händler? Wo ist der Händler? Keine Ahnung, ist der in der Zwischenzeit gegangen? Ich weiß es nicht. Hier hoch mit dir und hier hoch mit dir. Stimmt, ich habe noch keinen Tempel gebaut. Davon profitieren wir natürlich auch. Hier mit Moral und sonst irgendwelchen Späßen. Ich wollte schon sagen, wieso geht hier nichts oder wieso passiert hier nichts? Hier haben wir eine Werkstatt, zwei Werkstätten. Soweit alles richtig, aber trotzdem habe ich wieder irgendwas vergessen. Nee, das Ding habe ich gerade, oder will ich gerade einen Auftrag geben, den Tempel? Es war irgendwas anderes, genau, ich glaube den...